Liebe Zuschauer und Zuschauern, herzlich willkommen auf diesem Kanal zu einer weiteren spannenden Folge von Mörn zu 4 Stuttgart. Ja, dieses Intro geht ungefähr 40 Sekunden, sonst könnt ihr auch vorspulen. Ja, ich begrüße euch hier zu einer neuen Folge, wie gesagt, die Stuttgart-Modifikation für Mörn zu 4. Wenn ihr noch mehr von unseren Inhalten denken möchtet, wir haben eine ganze Playlist mit weiteren Folgen zusammengestellt. Unser Kanal bietet jedoch nicht nur diese Serie an, ihr könnt auch andere Projekte wie Biberfelde, Winterberg oder andere Mods, die es halt für Mörn zu 4 gibt, hier finden. Oder für Mörn zu 5/20, Lüdenscheid, Biberfelde und Behaverfield hier entdecken. In der Beschreibung unter dem Video findet ihr alle Informationen, sei es zu den Präsenzen in den sozialen Netzwerken oder wenn die Mod zum Download freigegeben ist, auch den Link zum Download. Ich wünsche euch nun viel Spaß! Ja, Leute, da sind wir bei der Stuttgart-Modifikation. Ich sag schon mal vorweg, es kann sein, dass es zu Abstürzen kommt und dann zu 100% ist es halt auch nicht. Oder ich kenne mich auch noch nicht so gut mit der Mod aus. So, hier haben wir eine bewusstlose Person. Da möchte ich einmal das NEF1 und Rettungswache bei. So, Rettungswache 2. Rein theoretisch könnten wir ja auch noch das kleine Einsatzfahrzeug mit hinterher schicken, weil sich das hier ja gerade anbietet. Weil das ja rein theoretisch hier in der Wache stehen müsste, wenn ich mich nicht irre. Oder wo steht es? Warte, Alarmierungsmenü. Ach, das ist die Wache 2. Achso, okay. So, gucken wir mal, ob der Kommandowagen mal eben hier als First Responder dienen kann. Aber müsste rein theoretisch gehen. Okay, da war der RTW schneller. So. Der kann dann einmal hier durchfahren. Bin unterwegs. Ja? Bin unterwegs. Los geht's. Ja, okay, da ist definitiv jetzt der Notarzt vom Vorteil, dass der hier nicht einmal komplett rumrennen Ist in muss. Arbeit. So. Gucken wir mal hier, was mit der Schnittverletzung ist. Was gibt's? Bist doch der Notarzt. Wird gemacht. So, und dann würde ich hier einmal gerne ein RTW haben. Und das NEF der Wache 2. So. Hier haben wir eine Schussverletzung. Da möchte ich das NEF der Wache 3 und den RTW der Wache 6. Können wir rein theoretisch gucken, ob die BF5 schneller da ist als das NEF. Wir werden es gleich sehen.
So, wie sieht's hier aus mit unserem Ja? Patienten? Ich glaube, den können wir so langsam mal Auf dem Weg. abtransportieren. Ah, okay, ja. So, hier einmal den Patienten aufnehmen. Und ihr dürft soweit einmal absitzen. Was gibt's? Ist in Arbeit. So, darf sich das NEF einmal hier Ja, bin unterwegs. quer auf die Straße stellen. Höre, los geht's. Wir Ist in brauchen Arbeit. heute voll das Programm. Schon wieder ein Notarzt erforderlich. Was gibt's? Wird gemacht. Ihr dürft einmal aufsitzen. Und der Notarzt darf Höre, einmal hier bin unten hin. unterwegs. Was gibt's? So, dann einmal. So, du darfst hier auch einmal schon mal alles an Ausrüstung holen. Was gibt's? So. Natürlich, vorhin hatte ich wohl entspannt, wo ich geguckt hatte, um es auszuprobieren, Mampf geholt. Und jetzt ist hier erstmal nur Rettungsdienst angesagt. Aber Auf dem Weg. wir gucken mal, was uns gleich hier noch so erwartet. Wird umgehend durchgeführt. So, da darf der erste RTW weg. So, wo ist der Notarzt? Hallo? Wo ist der Herr Notarzt? Höre, auf dem Weg. So, einmal den RTW bitte. Und ihr dürft abrücken. So. Haben wir das auch schon mal? Ihr dürft den Patienten aufnehmen. Schon unterwegs. Gucken, ob wir noch einen Notarzt brauchen oder nicht. Alle Auf wollen dem Weg. Notarztbegleitung. So. Gucken wir mal, was uns hier gleich als nächstes so Schönes erwartet. Ich guck mal, je nachdem, wenn wir hier nur kleine Einsätze reinkriegen sollten, sage ich mal, hänge ich vielleicht noch 5 Minuten dran. So, Reanimation. So, da können wir einmal hier direkt, zack. Rettungswache 2 möchte ich gerne. Nef 1 ist gerade nicht verfügbar. Rettungswache 5, wo ist die? Da. Wo ist die 5? Komm, egal. Hausunfall. So, da möchte ich.
Skeff und ein RTW. So, was ist mit dem? Der fährt noch ins Krankenhaus. So, einmal hier mit Notfallrucksack ausstarten. Los geht's. Und sich einmal was gibt's? Um die Person kümmern. Sonst möchte ich hier einmal das Halef alarmieren, damit das hier nicht zu lange dauert. So. Ja, das ist jetzt natürlich voll doof. Bin unterwegs. Ja? Gefahrgutachter. So. Bin unterwegs. Ja? Wird gemacht. Der kann schon mal aufsitzen. Dann bitte einmal hier ein RTW und wir springen mal hier zum Gefahrgut. So, hier möchte ich auf jeden Fall zwei Streifenwagen haben. Und ein Kommandowagen, das HLF. AW Strahlenschutz. AW Umwelt. AFB. Brustwagen, Schiene brauchen wir nicht. Haben wir irgendwo ein Dekon? Ich sehe gerade kein Dekon. Rüstzug? Nee. Rettungsdienst? Ja, bestellen wir hier mal ein paar RDVs hin. So. So, auf der Top der. Ja. Einmal da unterwegs. So. Ihr dürft euch hier einmal komplett ausrüsten. So, dann darf der auch wieder einrücken. Das HLF darf einmal hier hinfahren. So.
Das HLF darf einmal hier hinfahren. Und ihr dürft einmal alle hier Halt machen. So. Auf dem Weg. Um mir mal ein bisschen Ordnung reinzukriegen. Auf dem Weg. So, der RTB darf sich hier hinstellen. So. Ja? So. Das LF darf sich einmal hier hinstellen. So, wen haben wir hier? Dekontamination, das klingt schon mal gut. Der kann sich einmal hier hinstellen. MTW darf sich hier hinstellen. So. Medizintechnik darf sich hier hinstellen. Und der AB darf sich da hinstellen. So, AB Umwelt stellen wir hier hin. So. Und der RTW darf sich da hinstellen. So, einmal hier absatteln. So, dann einmal hier Artenschutzgerät. Ja. So. Was gibt's? Dann ja einmal den ja? CSA. Ja. Dichtmaterial und Feuerlöcher. Schon unterwegs. So. Den dichten wir einmal ab. Ja. Schutzanzug. Schutzanzug. Ja. Schutzanzug. So. Das Zelt würde ich gerne hier hinstellen. Was gibt's? Bin unterwegs. So, einmal hier hoch. Höre. Bin unterwegs. Was gibt's? Ist es sonst noch irgendwas, was ich wird ausgeführt. Ja, ist in Arbeit.
Was gibt's? Wird ausgeführt. Wird umgehend durchgeführt. Was gibt's? Was gibt's? Bin so. Unterwegs. Und die restlichen auch einmal dekontaminieren. So, ich würde hier einmal sicherheitshalber gerne den Rettungsdienst, mindestens 3, wenn nicht sogar noch eine Orgel, hinterher alarmieren. Höre. Höre. So. Einmal alle hier. Auf dem Weg. Höre. Höre. Und ihr nach hier unten. Haben wir denn schon NEF hier stehen? Ne, ich sehe es gerade nicht. Oh. Was geht hier ab? So, einmal einladen. Oh, so. Was gibt's? Ja. Bin unterwegs. Okay, ja. Bin unterwegs. Gemacht. Hier, ja? Gucken. Bin unterwegs. So, das NEF darf einmal bis hier durchziehen. Der darf sich da hinstellen. Ja, bin unterwegs. So, und dafür einmal sich. Was gibt's? In Ordnung. Bin unterwegs. Ja? Wird umgehend durchgeführt. Einmal um die Patienten. Was gibt's? Auf dem Weg. Bisher sieht's ja aber, glaube ich, was gibt's? Mitgemacht. Gut aus. So. Bin unterwegs. Was Und gibt's? Ei. Hi. Ja. Ja. Ja, so. Dann habe ich hier einmal schon mal die Verletzten soweit versorgt. Was gibt's? So. Auf dem Weg. Das haben wir soweit auch. Und dann könnt ihr jetzt quasi wieder einrücken. So. Ihr braucht bestimmt alle 3 Notärzte. Kann
die Orgel hier auch wieder einrücken. Und ihr könnt im Prinzip das Zelt wieder abbauen. Einmal hier wieder alles umklappen. So. Ah, dann. Dann könnt ihr einmal einrücken. So, wie sieht's hier aus? Hier ist, glaube ich, alles soweit beseitigt. Dann einmal bitte Abrollcontainer aufladen. Aufladen. Und dann dürft ihr einmal alle wieder einrücken. So, dann haben wir es auch wieder. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Nicht vergessen, liken, kommentieren und teilen. Das hilft halt dem Kanal, umzuwachsen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.